kleine Seilchen. Servus und herzlich willkommen zum neuesten Video, der Vlog 131. Zuallererst möchte ich mal ganz herzliches Dankeschön sagen, denn die letzten Videos über sind unsere Abonnentenzahl gut nach oben gegangen. Das heißt, alle, die auch regelmäßig gucken, fangen auch endlich an zu abonnieren. Das Ganze, wenn noch auf Instagram passiert, dann ist es perfekt. Aber wir sagen schon mal ganz herzliches Dankeschön, denn wir bewegen uns ganz stark auf die 10.000 und da müssen wir uns dann halt auch ganz was Spezielles überlegen als 10.000er Abo-Special, denn das ist schon wieder so ein richtiger Meilenstein, da braucht es dann etwas Besonderes. So, was geht ab? Heute am Montag. Es war saukalt auf gut Deutsch. Wir hatten Bodenfrost, deswegen habe ich gestern Abend noch die ganzen Blümchen reingebracht, damit denen nichts passiert. Und das lässt den Aufwuchs vom Grünland ein bisschen stagnieren. Ist jetzt noch nicht ganz dramatisch, da wir noch Futter haben zum Zufüttern. Aber es wäre schon schön, wenn jetzt mal ein bisschen Temperatur kommen wird. Das ist dann auch Mitte der Woche vorgesehen. Das Ganze hindert uns jetzt aktuell auch daran, den ersten Schnitt bei uns vorzunehmen. Der erste Schnitt ist jetzt dann bei uns ein Schnitt der Siloflächen. Das sind nicht viel, das sind zwei Teilstücke. Da machen wir schon mal den ersten Schnitt Silo davon. Und der ganze Rest soll dann, wenn die Naturschutzflächen, da haben wir Schnittzeitpunkte drauf, ich weiß nicht, wem das was sagt, Schnittzeitpunkt heißt, wir haben da Naturschutzprogramme drauf, dass das Gras erst relativ spät geschnitten werden darf. Was dafür sorgt, dass wir mehr Artenvielfalt drauf haben, dass sich die dementsprechenden Pflanzen drauf besser vermehren können und länger natürlich auch blühen. Und ja, das Ganze heißt dann bei uns ab, was sind die längsten Flächen? 15.06. und 15.07. Das sind die letzten Heuflächen dann. Das ist dann nichts mehr für Silage, das ist dann definitiv überständig. Daraus machen wir Heu und da machen wir dann den ersten Heuschnitt. Wir machen da eigentlich plus zwei. Einmal ja, den ergiebigen und dann einmal das Grummet. Das heißt, das ist bei den meisten der dritte Schnitt. Den gibt es bei uns einfach nicht. Bei uns wächst einfach zu wenig. Wir nehmen jetzt dann das mit, was wir dann haben. Und hinterher werden diese Flächen dann auch nachbeweidet. So, soviel zu dem Thema. Weil immer gefragt wird, wann ist bei dir der erste Schnitt? Ja, jetzt habe ich vielleicht vor, dass wir die Woche den ersten Siloschnitt machen. Und da kriege ich dann ein Mähwerk von dem besten und einzig wahren Nachbarn dieser Welt, Gauss-Clean. Ich habe schon richtig schlechtes Gewissen, aber der rettet mir dieses Jahr quasi den Hintern, da wir das ursprünglich anders geplant haben und jetzt dann eben improvisieren müssen. Der leiht mir sein Mähwerk für dieses Jahr Schnitt. So, ich mache jetzt, da es gerade trocken ist und mal nicht regnet wie die letzten Tage, ein bisschen klar Schiff, denn am Wochenende fängt ja diese TV-Produktion bei uns auf dem Hof an. Das soll jetzt auch ordentlich ausschauen. Und auch so Randgebiete hinter, wie diesen Weg hinter, kann man am besten, da es hohes Gras ist, maschinell bearbeiten. Und zwar mit dem Zaunkönig. Da ich den Zaunkönig sowieso anhängen will, um ein bisschen Zäune auszumähen, kann man dann auch so Randgebiete wunderbar ausschneiden, da der Ausleger dann alles auf der Seite auf 40 cm Breite, 40 oder 50 cm Breite sogar, glaube ich, mit wegschneidet, sauber und ordentlich. Und auch dann quasi wie ein Rasentrimmer in der Kante funktioniert. Denn durch die Mähfäden außen kann man da an die Sachen und Objekte, die da stehen, wie zum Beispiel jetzt, da hinten steht eine Palette mit Pflastersteinen, kann man da richtig nah ranfahren, ohne dass man das Mähwerk beschädigt oder eben den Gegenstand. So, dann hängen wir uns den Zaunkönig mal an und schippern mal los, bevor es mal wieder regnen soll. Sieht, eignet sich das auch hervorragend, um erstmal so kleine Streifen abzumähen. Das heißt, ich brauche dann nicht mit Balken mehr stundenlang rumrennen, sondern fahre auf der anderen Seite und dann kann man den Zaun direkt freimähen und dann ist wieder für Wochen lang Ruhe. Und es schaut ordentlich sauber aus und der Weg bleibt gepflegt. So, so mache ich das jetzt dann an den ganzen Hofflächen auch noch. Da haben wir auch noch ein bisschen so Wegränder und sowas, die wir beschneiden müssen. Funktioniert einwandfrei, also Top-Gerät. Ja, auch noch ein großer Pluspunkt bei so einfachen Arbeiten auf dem Hofgrundstück und langsamen Fahrweisen. Da kann natürlich der Hofhund auch mal eine Runde mitfahren, gell Lotti? Sie genießt den Panorama-Ausblick aus den frisch geputzten Steyrscheiben. So, ich mähe mal weiter, dass wir auch noch bis zum Wochenende fertig werden. Jo, Dienstag, was geht ab beim Bauerhauer? Heute ist stressiger Vormittag. Meine bessere Hälfte ist zum TV-Produktionsdreh unterwegs und der Papa ist mit Jungs und Hund und allem allein, aber kein Problem. So, Kind ist im Kindergarten, dann kommt der Entsorger und holt die Mulde mit der Silofolie ab. Der Maler ist gerade gekommen, der die Küche noch rausstreicht. Danach kommt noch jemand, der Pflastersteine abholt, die ich auf eBay drin hatte. Und das Wetter passt heute und morgen und übermorgen auch. Deswegen fällt heute das Kleegras. Erster Schnitt Silo. Also. Jetzt alles vorbereiten. Steyr ist getankt. Frontlader abhängen. Zugmaul abmachen. Und dann darf ich mir vom Nachbarn ein kleines Mähwerk ausleihen. Das ist ja gewissermaßen schon ein Oldtimer, aber war damals schon gute Technik, also schon hydraulisch aushebbar, Scheibenmähwerk. Baujahr 95, ist ein Italiener, heißt Ford die Marke, mit T wie Theodor. Kannte ich vorher selber noch nicht. Und ist 1,65 Meter, müsste sein, 1,65 Meter. Zugegeben, ist ein bisschen schmal für den Steyr. Aber bevor ich mir für diesen Siloschnitt noch irgendwo was kaufe, was vielleicht nicht ganz so kostspielig ist, aber ich dann nicht weiß, ob das gut in Schuss ist und wenn es plötzlich verreckt, dann jede Menge Geld ins Sand gesetzt habe, denn Teile auf die Schnelle zu bekommen, ist ja aktuell echt unmöglich in den meisten Bereichen, auch so in der Landmaschinentechnik zum größten Teil. Deswegen hat mir mein cooler Nachbar dieses Mähwerk zur Verfügung gestellt. Und ja, ich hänge mir das jetzt mal an. Man sieht schon, wie alt das ist. Das Ding hat Kategorie 1 Aufnahme. Da werden wir Adapter mitnehmen müssen und natürlich ein paar Fangprofile, damit wir das Ding ordnungsgemäß auch am Schlepper befestigen können. Und dann werden wir wahrscheinlich die Unterlenker ziemlich weit raus einstellen müssen, weil ich sonst mir ständig übers Mähgut drüber fahre. Und das wollen wir ja auch nicht. Also, Fangprofile einmal drin, Oberlenkerkugel habe ich da. Passt, passt, passt. Oh, jetzt ist es noch richtig schön kühl, aber schon deutlich wärmer als gestern. Denn gestern früh hatten wir um die Zeit 3 Grad noch. Also wir hatten eine Bodenfrost und heute nicht. Das ist schon mal sehr gut. Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein. Es war eigentlich Regen vorhergesagt. Jetzt holen wir das Futter runter, was da steht und schimpfen nicht übers Wetter. Attacke! So, da ist das gute Stück. Ford und Pegoraro aus Italien, Baujahr 95, Typ F25C. Ja, soweit ganz schick, gefällt mir ganz gut. Und ist heute ein schönes, kleines, altes Mähwerk. Jo, da hängt schon dran, das süße Mähwerk. Also gepflegt ist es ja schon, also kann man nichts sagen. Und es sind, ja, 5 kleine Scheibchen. Ziemlich weit rausgelenkt, damit ich mit der Kraftwerksspur hinkomme. Und jetzt stellen wir noch die Schnitthöhe ein, denn ich will es nicht ganz runter rasieren. Was aktuell an Niederschlag runterkommt, reicht nicht aus. Wenn ich jetzt das zu tief schneide, habe ich mit den 1-2 cm mehr jetzt nicht sehr viel Futtermasse mehr generiert. aber ich schneide mir dann ins eigene Fleisch, denn der zweite Aufwuchs, der wird dann eher schlechter, da halt dann Gefahr ist, wenn es zu tief abgeschnitten ist, dass es verdörrt, dass es einfach austrocknet, verdörrt, zu wenig Niederschlag. Deswegen stressen wir die Grasnarben ins Reich und schneiden auf mindestens 7 cm. Ich denke, bei den aktuellen Witterungsverhältnissen peile ich mal die 8 cm an, dann hat es da noch genug Blattmasse, damit da der zweite Aufwuchs sauber und kräftig nachkommen kann. So, das Einstellen mache ich immer auf der Straße, weil da haben wir die einzigste ebene Fläche, wo Traktor und Mähwerk in einer Ebene stehen, sodass ich sauber einstellen kann. Und dann drehe ich hier ein bisschen am Oberlenker und stelle das Spiel ein. Dann stelle ich euch mal kurz auf die Seite. Sieht man was? Sieht man nichts? Sieht man nichts? Das ist doof, ne? Ja, ihr wisst ja, wie das geht. Ich denke, ich stelle euch mal bei. Ja. Das wird reichen. So, wir drehen einmal das Nebel. Messer her. Jetzt passt das auch von der Höhe her. Die alten Mähwerke sind noch so gebaut, dass man da echt, früher hat man scheinbar echt nur tief geschnitten. Ja, da sind die Kufen nicht so stark, also muss man sie ein wenig hochstellen. Ich denke, so geht es in Ordnung, dass das sauber und ordentlich abschneidet. So, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich nehme noch meinen Bauzi mit, denn die Lotte findet sie tierisch entspannend, wenn sie da mit drauf rumfährt. Und jetzt frühs geht's noch. Mittags ist dann zu heiß am Schlepper, da nehme ich sie natürlich nicht mehr mit. Aber jetzt frühs kann sie ruhig mit. Guckt sie zum Fenster aus, fand sie gestern schon riesig, wie wir Zaun ausgemäht haben. Darf sie heute beim Mähen auch gleich noch dabei sein. So, jetzt geht's los. Erster Siloschnitt 2022. Attacke. So, jetzt habe ich die erste Teilfläche fertig. Das funktioniert mit dem kleinen Mähwerk relativ gut, muss ich sagen. Ich fahre mit 12 km/h. Damit wir nicht zu schnell sind und das Futter dann auch von der Qualität her passt. Man muss halt ein paar Bahnen mehr fahren, ne? Das ist halt einfach schmäler und man muss aufpassen, dass man nicht ins Futter fährt. Ich habe es jetzt so eingestellt, dass man da sauber hinkommt mit der Spurbreite im Traktor und ja, wie man so sieht, Material ist auch gut da. Das passt, das lasse ich jetzt mal so anlegen und heute Abend schwarte ich zusammen. Dann kann das morgen im Schwad noch ein bisschen nachwirken und am Donnerstag wird es gepresst. Bleibt hier trocken bei ca. 20 Grad, bewölkt, Sonnenschein. Alles cool, einmal frei. Jetzt greife ich die nächste Teilfläche an. Baut sie entspannt noch ist es von der Temperatur im Schlepper in Ordnung. Schauen wir mal, was dann später wird. Ohne Klimaanlage ist halt schwierig. Ist halt mehr wie so ein Gewächshaus, ne? So, jetzt die nächste Fläche. Zeige ich mal schnell den Bestand. Es wird Zeit, dass der wegkommt. Schon verdammt hoch. Und was ich nicht gezeigt habe, natürlich. Unser selbstgebauter Wildwarner. Zusätzlich noch an Bord, nachdem wir gestern Abend und heute früh nochmal die Flächen durchstriffen haben. Werden wir jetzt mit dem Wildwarner noch alles verscheuchen, was sich über Nacht da wieder reingesetzt hat oder jetzt dann am Vormittag oder irgendwie wieder noch drin umeinander hockt. Und jo. Dann Attacke. Jo, ich bin inzwischen bei der letzten Fläche für heute angekommen. Das ist nochmal reine Kleefläche, knappe 3 Hektar. Sehr steinig, kann ich nicht sehr schnell fahren, aber mit dem kleinen Mähwerk, damit ich sauberes Ergebnis habe, kann ich sowieso maximal 12 km/h fahren. Ich würde gerade die Drohne nochmal steigen lassen, aber da ist so ein, sagt man, der Rudel? Nee. Ein Verband von Vögeln und die haben irgendwas dagegen, also die haben sich da gerade schon beim ersten Startversuch auf die Drohne gestürzt, also habe ich abgebrochen, das lassen wir. Ich halte jetzt nochmal mit der GoPro drauf. Okay, jetzt aus der Nähe sehe ich auch, was das für Vögel sind, das ist eine riesige mollige Krähe und ich habe keinen Bock auf die Drohne. Sorry, könnt euch bei den Krähen bedanken, dass da jetzt keine schönen Drohnenaufnahmen sind. Jetzt muss ich hier noch ein Stück langsamer fahren, ich fahre gerade mit 8,7, denn es ist schon sehr, sehr holprig. Luftsitz habe ich ein Stückchen beigestellt, sonst kann ich heute Abend nicht mehr laufen. So, die Hälfte von dem Schlag habe ich. Jetzt noch die zweite Hälfte. Fehlende Arbeitsbreite durch Wahnsinn. Einfach wettmachen. Also mit dem kleinen Mähwerk auf dieser Fläche, mit der niedrigen Geschwindigkeit aufgrund des unebenen Bodens. Ja. Hat jetzt ein Stück gedauert, aber jetzt ist es getan. Der erste Siloschnitt liegt. Jetzt lasse ich das Ganze wegen so anwelken. Und ich denke, dass ich morgen das dann in Schwarz lege und übermorgen presse, weil die Temperatur gibt da 24 Stunden Silage her. Deswegen einfach mal so im Markt liegen lassen, morgen zusammensparen und übermorgen am Donnerstag dann essen. So, jetzt geht's Hammern hoch, das Mehl weg, das Geliehene wieder waschen und wieder unterstellen. Ich sage zwar immer, ich will nicht über das Wetter schimpfen, aber ich mache es jetzt trotzdem. Was ist denn das für April-Wetterlage? Das ist ja furchtbar. Jetzt ist die Sonne weg, mein Anwelken ist jetzt quasi pausiert und es zieht ein wenig so Wolkenzeugs durch, mit einzelnen Tröpfchen. Was soll denn das jetzt wieder? Jetzt habe ich ewig und 3 Tage gekämpft, um den Schwader dran zu bauen. Das Winterschlaf geholt, merkt, der hat kein Gelenkfälle dran. Und dann kam es ganz plötzlich. Ah, die wollte ich ja im Winter reparieren, weil da war ja irgendwas kaputt, ne? Jo, also mal schnell repariert und wird von der Zeit verschenkt. Jetzt fragst du der Fläche, wo es nicht ganz so dick stand, ist, wo ich heute früh um 9 schon Meter. Schau mir da einen Anblick gerade an und leg das mal auf Schwarz. Falls es doch regnet, würde ich einfach morgen das Schwarz nochmal drehen. Dann reicht das wahrscheinlich dick aus. Immer noch besser, als wenn es so einzeln drin liegt. So, die erste Fläche fertig geschwortet. Der Anwelkgrad ist optimal. Da nicht viel drauf steht, ist es richtig gut jetzt in der Sonne weg geworden. Jetzt habe ich es auf so ganz kleine Schwaden zusammengelegt. Also auf die Fläche muss im Herbst definitiv Mist drauf, weil sonst schaut es so schlecht aus dem Specht aus. Da fehlen Nährstoffe. So, Heuschnupfen kickt auch rein. Ich habe nämlich mal Spray vergessen. Blöd, aber selber schuld. Und schön ist halt an der Fläche, nicht dass da wenig drauf ist, das ist halt doof, aber wenn man da gleich sieht, wofür man es macht. Schön. Eine Monokokrubbe. Wie gesagt, so richtig viel ist das jetzt nicht. Da ist jetzt wieder ein bisschen besser. Ein feuchteres Eck. Ja, ich denke, man kann es lassen. Mit dem kleinen Mähwerk ein wenig schwierig. Man sieht ganz genau, wo es Probleme gehabt hat, da wo es ein wenig dichter geworden ist. Ist dann der ein oder andere Hahn doch ein bisschen stehen geblieben. Ist er auf die Schnelle, bin ich ganz zufrieden. Man muss immer mit dem zufrieden sein, was man hat. Also war's das auch. So, heute nach Feierabend. Ich bin jetzt gerade einmal eine Runde gefahren über die Flächen, geschaut, wie der Trocknungsgrad von der Silage ist. Da hat es heute Nacht mit 0,0 irgendwas reingenieselt, also nicht wirklich messbare Feuchtigkeit. Aber die Flächen, an denen jetzt so wenig Material stand gestern, die sind jetzt so weit abgetrocknet durch das Sonnenschein und durch diesen Wind, der heute geht, dass wir die heute eigentlich pressen müssten, weil sonst haben wir Heulage. Die sind grenzwertig von der Trocknungsgrad. Jetzt fahre ich noch zu einer Fläche, die lag im Schatten und schwarte die nochmal zusammen. Die habe ich gestern eben noch nicht geschwartet. Die wollte ich breit liegen lassen, damit sie gut anwelkt. Die schwarte ich jetzt nochmal zusammen und dann warten wir mal ab, was der Presser sagt. Ob wir heute vielleicht sogar gleich pressen. Gibt eine ganz schöne Silage. Der Antrocknungsgrad gefällt mir. Das Material ist für die Fläche auch ausreichend vorhanden. Das ist jetzt die kleine von den dreien, die ich gemacht habe. Insgesamt waren es jetzt knapp 5 Hektar. Ja, passt. Ich glaube, da sind wir zufrieden. Jetzt kommt der Fresser morgen. Ich hoffe bloß, dass es dann noch nicht zu spät ist, dass da noch genug Restfeuchte ist, denn die Sonne, das Wetter heute, die Sonne, ja, ist quasi intensiver, als ich es eigentlich angenommen hatte. Aber ist halt so. Wenn man halt keine Eigenmechanisierung hat, dann ist man ja immer auf das angewiesen, was andere zeitlich bieten können. Aber die Fläche braucht, die tut auf jeden Fall noch gut, wenn die nochmal durchtrocknet, also die ist noch sehr, 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 sehr grün. Und die anderen, naja, müssen wir halt mal schauen. Der zieht dann heute Abend und morgen Tau wieder ein bisschen rein. Dann hoffen wir, dass es morgen so ist, wie es der Wetterbericht vorhersagt, bewölkt, dass die Sonne nicht so arg knallt und dass der Wind vielleicht ein bisschen ruhiger wird. Dann sollte das passen. Ich hatte gestern noch vermutet, dass ich heute eigentlich das Schwad nochmal drehen muss. Aber wenn ich das mache, habe ich wirklich Heulausch. Dann ist es wirklich viel zu trocken. Dann fahren wir jetzt da raus. Die Neigung ist schon immer geil. Da denkst du immer, du fällst zeitlich um im Steyr. Aber zum Glück funktioniert das Popometer inzwischen relativ gut. Da sind wir schon kräftig im vollen Gange, auch schon fast fertig mit der Fläche. Was ich jetzt aber echt unterschätzt habe, war die Sonne. Die hat da echt Vollgas gegeben, also man hört es, raschelt, es ist schon noch grün unten drin. Könnte passen. Könnte passen. Dann wiegen sie schon wenigstens nicht so viel. Ja, hoffentlich sieht ihr das dann noch gut, dass es nicht zu trocken ist. Aber ich glaube, das passt. Obendrauf ist es halt massiv abgetrocknet, weil es halt jetzt den ganzen Tag Sonnenschein gab. ungeschützte freie Fläche, wie man das sieht, knappe 3 Hektar. Und ja, die wickeln jetzt fleißig ein, die Jungs. Fahren wir noch einmal rum. Dieses Jahr in zeitlosem Weiß die Folie. Letztes Jahr haben wir so zartes Grün gehabt. Öfter mal was Neues. Ja, festgepresst. Dicke Lage. Was ich jetzt aber machen muss, ist heute unbedingt da die Ballen abfahren. Denn die freie Fläche ist bei Vögeln sehr beliebt. Und da haben wir da wahnsinnig schnell Löcher drin. Das heißt, jetzt dann eigentlich gleich reinschüsseln. In den Steyr Zange dran nehmen. Deswegen lasse ich jetzt doch keine Drohne mehr starten. Denn ich habe keinen Bock, dass da wieder alles zerlöchert ist. Letztes Jahr war es so, eine halbe Stunde sind die Dinger gelegen, war komplett zerlöchert, weil sofort Schwarmvögel kamen, sich darauf niedergesetzt hat und alles platt gepickt hat. Top. Also heimfahren, in den Steyr setzen, den Ballenhänger dran und dann müssen wir schon mal grob abschätzen, was wir da haben. 3, 6, 9, 11, 12 und da werden auch noch 3 rauskommen. Ich tippe mal, ja, auf die Fläche, wenn wir wieder so um die 16 Ballen haben. Hatten wir letztes Jahr auch. Das ist jetzt nicht die Welt, aber gut, man sieht es jetzt auch nicht. Doch, da kommt so ein bisschen. Das ist sehr, sehr karger Steinboden, den der Nachbar da als Kleeacker eingesät hat. Da steht es nicht sehr dicht aufgrund der hohen Anzahl an Steinen und ist auch sehr trocken, denn das ist, wie ich schon gesagt habe, steinig und heiß und ungeschützt und da gibt es keinen Schattenwurf und auch noch auf ja, Toplage vom Hang. Da läuft eben jedes Wasser auch gleich talwärts, was gekommen ist. Und viel Wasser gab es auch nicht. Das erklärt natürlich, dass wir da bloß 16 Ballen drauf haben auf den mageren Flächen. Düngung kamen auch keine drauf, also wundert nicht. Aber 16 Ballen haben oder nicht haben. Ja, und weil wir in Pullendorf einfach die beste Nachbarschaft der Welt sind, da ist gar kein Zweifel dran. Hat jetzt ein anderer Nachbar, der jetzt einen neuen Schlepper gekriegt hat, New Holland T585. Spontan zugesagt, mir beim Ballenfahren zu helfen. Also wenn das mal kein feiner Zug ist, weiß ich nicht. Jetzt geht es richtig schnell und locker von der Hand. Das heißt, ich brauche nicht ständig meinen Ballenhänger ankoppeln und abkoppeln, sondern kann einfach aufladen. Und der New Holland, der fährt den Ballenwagen. Sau cool. Jo, jetzt ist alles weg von der Fläche. Das bei uns daheim im Ort, das kann ich mit dem Steyr selber fahren. Das sind nicht so viele Ballen und Luftlinie 400 Meter, nee, nicht einmal 350 glaube ich, zum Ballenlagerplatz. Und ja, die fahre ich dann mit dem Steyr allein, einmal hinten, einmal vorn. Hochgehende Wochenende, es ist Freitag. Nach dem Job bin ich wieder am Hof unterwegs. Es ist brütend warm heute, aber ja, für die Dreharbeiten jetzt die kommenden Tage ist es natürlich schlechtes Wetter, vorher gesagt. Macht nichts. Ich räume jetzt trotzdem mal den Hof so sauber wie es bloß geht. Denn wenn man ins Fernsehen kommt, ist es, als wenn die Familie zu Weihnachten kommt. Da muss einfach alles einmal auf links gedreht sein und sauber gemacht sein. Ich hänge gerade den Steyr hinten die Siloballengabel an, damit ich noch die letzten Siloballen von den Flächen holen kann. Und dann stapel ich die hinten schön, dass sie da stehen können, bis sie verfüttert werden. So, das ist jetzt die Arbeit, die jetzt ansteht. So, Attacke. 3 Stück liegen noch oben auf der kleinen Fläche und dann können wir die alle schön stapeln. Denn ich muss irgendwie rein, kriege dann Besuch, der den kleinen Rasenmäher-Steyr holt. Also quasi das erste Versuch vom Renntraktor, denn der steht bloß noch rum. Das Konzept habe ich nicht mehr weiterverfolgt und der wird jetzt dann gleich vom Hof geholt. Deswegen schnell, schnell. So, und gerade ist der alte Rasenmäher-Traktor, der kleine Mini-Steyr, vom Hof gegangen. Da machen wir jetzt jemand anderen damit glücklich, der das Projekt vollenden kann, so wie wir uns das gedacht haben und Spaß hat. Hat einen dankbaren Abnehmer gefunden und ja, an der Stelle machen wir dann auch Schluss mit dem dieswöchlichen Vlog und Video. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und lasst doch unten gerne einen Kommentar da, wenn ihr was wissen wollt. Ja, jetzt die nächsten Tage viel am Hof, viel Verschönerungsarbeiten für die Dreharbeiten. Aber ich werde immer wieder zwischendrin die Kamera einschalten und berichten, wie es denn so läuft. Ich sage Dankeschön. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. In alter Frische dann wieder. Bis dahin. Servus und Ade.